Moin liebe Tech-Nerds, willkommen back auf dem Channel und zurück zu einem neuen Video. In diesem Video hier geht es heute um die Nanoleaf Shapes. Das ist Nanoleaf ist ein Hersteller von Smart-Beleuchtung. Hinter mir an der Wand hingen ja in den letzten Videos oder schon fast immer so leuchtende Dreiecke. Das waren die Light-Panels von Nanoleaf. Und ja, das was da jetzt an der Wand hängt, sind auch leuchtende Dreiecke. Das sind aber die Nanoleaf Shapes. Was da anders ist, das gucken wir uns heute an und was das gemeinsam mit Razer zu tun hat, das checken wir heute in diesem Video aus, also let's go! Ja, für dieses Video hat Nanoleaf mir einmal so ein Starter-Kit von den Nanoleaf Shapes, den Dreiecken, also den großen Dreiecken, zur Verfügung gestellt. Da sind einmal 9 Light-Panels drin und dazu haben die mir noch einmal die Mini-Triangles, das ist so ein Expansion-Pack, mit dazu geschickt. Da sind nochmal 10 kleine drin. Wenn man das Ganze unboxt, dann findet man natürlich einmal die Light-Panels, also in dem Fall die großen und halt die kleinen, die ich jetzt hier mitgeliefert bekommen habe. Dann gibt es noch so kleine Verbindungsstücke dazu, die man zwischen die Dreiecke klemmt, damit die untereinander auch funken können, damit man quasi auch gemeinsam alles steuern kann. Dann gibt es natürlich das Befestigungsmaterial und ein Netzteil dazu. Ich habe damals leider nicht richtig gelesen, Nanoleaf empfiehlt diesen Kleber auf rauen Oberflächen nicht, also halt so auf Raufasertapeten und sowas, sondern eher für glatte Oberflächen. Dementsprechend habe ich mich bei den Nanoleaf Shapes dazu entschieden, man kann die halt auch an die Wand bohren mit den mitgelieferten Platten, da sind so Befestigungsplatten hinten dran. Ich habe die aber einfach an die Wand genagelt, weil in meinem Fall ging das eigentlich ziemlich gut und mit Dübeln überall Löcher bohren, allen drum und dran, das war mir dann doch ein bisschen too much. Und ja, es hängt und so sieht das aus. Was ganz cool ist, man kann sich in der Nanoleaf-App quasi den Layout-Assistenten schnappen und vorher einfach mal rumprobieren, indem man eingibt, wie viele Panels, also Shapes man überhaupt hat, welche man hat. Dann kann man sich so ein Layout zusammenbasteln, dass man einfach schon mal so eine Idee bekommt, wie sieht das Ganze denn aus, was kann ich denn überhaupt machen. Das Ganze kann man dann per AR, also Augmented Reality, einmal an die Wand batschen und dann kann man sich einfach mal anschauen, so hey, so würde es aussehen, möchte ich das so oder möchte ich es mir dann doch vielleicht nochmal anders zusammenstecken, und das ist eigentlich ganz cool. Ja, gesagt, getan, habe ich damit Stunden verbracht, bis ich dann irgendwann mal so eine Form hatte, wo ich sage, so soll es aussehen. Und ja, wie eben schon gezeigt, ne, so sieht es halt aus. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut geworden mit dem, was es ist. Ich liebe ja einfach diese Dinger. Ich finde die einfach geil. Also von der Beleuchtung her, dass man die Farbe ändern kann, was die alles können. Da ist auch ein Controller eingebaut, dass wenn man Musik anmacht, dass quasi sich die Lichter dazu entsprechend ändern. Können wir uns nachher alles nochmal anschauen. Ja, mit der Montage selber habe ich vielleicht eine Dreiviertelstunde verbracht mit dem Nageln und halt checken und gucken, dass das alles richtig zusammensetzt. Weil man muss halt genau schauen, dass die aneinander perfekt abschließen, damit die auch mit diesen Verbindungsstücken zusammengeklickt werden können. Das war ein bisschen Pain, gebe ich ehrlich zu. Hat aber dann doch ganz gut hingehauen. Also wie gesagt, eine Dreiviertelstunde ungefähr, dann habe ich das dann auch geschafft und dann war das alles dran. Das Netzteil ist quasi so ein weißer Streifen, wo so ein paar Touchknöpfe dran sind. Darüber wird der Strom geliefert und das kann man quasi an jede Seite dran machen, egal wie man es möchte. Das heißt, man ist da sehr, sehr flexibel. Nanoleaf hat mir übrigens gesagt, dass die Geräte jetzt mit Razer Chroma zusammen funktionieren. Das heißt, wenn man Geräte von Razer hat, also zum Beispiel ein Keyboard und eine Maus, kann man über Razer Chroma die ganzen Geschichten zusammen connecten, auch mit den Light Panels. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Spiel wie von mir aus Apex Legends oder sowas spiele, das zeige ich euch nachher auch nochmal, und zum Beispiel da getroffen werde, dann leuchtet das Ganze rot, oder wenn ich mir Healing reinziehe, irgendwie so eine Spritze oder irgendwas, dann leuchtet das Ganze grün, oder wenn ich schieße, es gibt entsprechende Leuchteffekte, was über die Tastatur, die Maus und halt auch auf die Light Panels geht. Das ist ziemlich cool, das checken wir auf jeden Fall nachher auch nochmal aus. Razer hat in dem Zuge auch was zur Verfügung gestellt, und zwar habe ich einmal die Cyanosa V2 oder Cyanosa V2, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist eine Tastatur von Razer, es ist eine Gaming-Tastatur mit Rubber Dome Switches. War für mich erstmal ungewohnt, weil ich eigentlich immer mechanische Switches habe. Aber der Unterschied ist halt doch verrückt, wie leise so Rubber Dome Switch Tastaturen einfach sind. Das ist auch relativ low profile, was auch ganz nett ist. Das ist irgendwie nicht so hoch, auch alles nicht so klobig. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Sie funktioniert sehr, sehr angenehm. Man kann damit gut spielen. Es ist jetzt in meinem Fall ein US-Layout, weil einfach gerade nichts anderes da war. Aber das Ganze gibt es wohl auch mit German-Layout. Funktioniert sehr gut, kann man gut mit zocken. Und die haben mir die DeathAdder V2 geschickt. Das ist eine Wireless-Gaming-Maus, die auch unglaublich leicht in der Hand ist. Und vor allem Wireless, ich liebe dieses Wireless einfach, weil man das Ding überall hinnehmen kann. Kein Kabel im Weg und so. Das ist mein Ding. Also ich will einfach nicht mehr kabelgebunden sein. Und die funktioniert sehr gut, ist sehr responsive, man kann damit gut spielen, wie gesagt, die ist sehr, sehr leicht. Genau, und die beiden Geräte kann man quasi mit den Light Panels zusammenschließen, um dann halt die ganzen Leuchteffekte auch across all devices, also über alle Geräte hinweg, zu synchronisieren. Kommen wir nochmal kurz auf die Light Panels zu sprechen. Also die Light Panels, verrückt, ich liebe diese Dinger, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also abgesehen davon, dass sie halt einen ziemlich coolen Look kreieren, einfach so, wie das schon so an der Wand hängt. Man kann sich online in der App
extrem viele Szenen herunterladen. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die Nutzer erstellt haben. Wie zum Beispiel, also man kann da halt nach, ich habe jetzt einfach mal nach Blau, also nach Blue gesucht, und dann gab es 1000 Szenen, die zusammengestellt wurden mit verschiedenen Blautönen, die auch dynamisch irgendwie ineinander überfaden. Und das kann man sich alles anschauen, runterladen. Man kann auch selbst welche erstellen. Man kann es natürlich auch einfarbig machen. Und ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Also schaut mal, das ist jetzt hier so ein dynamisches blaues Licht, was sich halt einfach immer so langsam irgendwie ändert, so ein bisschen durchfadet. Finde ich wirklich ziemlich cool, hat einen coolen Look, ist nicht zu aufdringlich. Das Ganze kann man natürlich in der App oder halt auch in der Desktop-App einfach von der Helligkeit einstellen. Ihr könnt alle möglichen Farben einstellen. Die neuen Shapes sind mittlerweile auch also berührungsempfindlich. Das heißt, man kann drauf rumwischen, drauf rumdrücken, um verschiedene Gesten, also verschiedene Funktionen auszuführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel runterwische, dann wird das Ganze dunkler. So habe ich das eingestellt. Hier auch. Ja, es wird noch dunkler. Ich kann einmal hochwischen, dann wird es hell. Und so weiter und so fort. Und wie schon gesagt, ihr könnt zum Beispiel das Ganze auch auf Musik schalten, wenn man zum Beispiel eine Party feiert oder sowas, dass das Ganze zur Musik sich bewegt. Das können wir mal ausprobieren. Ich habe jetzt mal Musik angemacht. Mal gucken, was passiert. Ich meine, man sieht es ja schon. Gibt auch hier verschiedene Szenen, die man auswählen kann. Auf jeden Fall ein ziemlich nicer Effekt. Ist, glaube ich, für so eine Party gar nicht schlecht. Wie gesagt, gibt extrem viele vorgefertigte Dinge, die man sich runterladen kann, wo schon verschiedene Farben eingestellt sind, verschiedene Farbpaletten und sowas. Das ist schon ziemlich cool. Wir wollen uns jetzt einmal mit Razer Chroma beschäftigen. Ich habe das ja am Anfang schon erzählt und ich will euch das einmal hier am Beispiel von Apex Legends zeigen, wie sich das Licht zum Beispiel verhält, wenn man zockt, getroffen wird, sich heilt und sonstige Dinge. So sieht das Ganze aus. Stellt mir ein Bier kalt. Das hier dauert nicht lange. Schneller, schneller, schneller! Echt jetzt? Ich bin hier ist der Feind! Ich werde beschossen! Und? Ich kann gar nicht glauben, dass ich stillstehe. Du hast Glück, dass ich dich mag. Heile mich. Sekunde. Klasse. Hier ist der Gegner. Werde beschossen. Das kann ziemlich cool sein, also ich finde es ziemlich nice. Ich finde, man darf nicht die Intensität des Lichtes, also die Helligkeit, zu stark einstellen, weil das doch relativ doll ins Gesicht strahlt. Ist natürlich immer die Frage, wo man das Ganze hat, an der Seite oder auch hinten. Dann ist das, glaube ich, ziemlich nice, aber wenn man es direkt so wie ich vorne ins Gesicht leuchten hat, dann ist es doch relativ intensiv, wenn es dann auf einmal so blitzt und flackert und sowas, weil man dann getroffen wird, dann ist man eventuell ab und zu dann doch eher abgelenkt. Das kann nice sein, wenn man das Ganze von der Helligkeit ein bisschen runterstellt oder halt, wenn das Ganze von der Seite oder sowas kommt, dann kann ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber so von vorne, ich benutze das auch hauptsächlich als Beleuchtung für in den Streams oder sowas für mein Gesicht. Das kann halt auch einfach mal irgendwie so LED-Lichter, also so Softboxen oder irgendwas komplett ersetzen. Und allein dafür finde ich schon ziemlich nice. Aber auch zum Zocken, wie gesagt, mit Razer Chroma funktioniert ziemlich gut. Man kann das in der App alles zusammen einstellen, was mit wem zusammen funktionieren soll und wie leuchten soll. Und dann, leuchtet das halt wie bei dem Beispiel Apex Legends, wenn man getroffen wird, sich heilt oder halt irgendwie sonstige Dinge. Und das ist schon ziemlich nice. Das ist eine ganz coole Idee. Ja, so, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen zu den Dingern habt, schreibt die mal in die Kommentare. Wenn ich die beantworten kann, dann mache ich das. Ansonsten verweise ich euch einfach auf die Webseite von NanoLeaf. Und vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt cool und stay fresh. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.